Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Biosys. Wir sind jetzt weitergekommen. Wir haben schon relativ viele Dinge hier. Wir wissen auch, wo wir hin müssen. Wir wissen nur noch nicht genau wo. Wie. Wir haben festgestellt, wir müssten eigentlich zum... Darunter gehen wir mal hin. Access Hatch. Und schauen mal, ob wir es schaffen. Stecken uns das Ding hier ein. Nehmen noch das hier mit, da können wir was trinken. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen, dass wir darüber kommen zu dem Ozeanbiom. Und zwar am besten durch die Kanalisation und nicht über die Anlage. Vielleicht ist das machbar, ich bin mir nicht sicher. Ich habe relativ viele Dinge bei mir, die ziemlich schwer sind. Wenn ich mal was... ich hoffe, das Spiel ist nicht verbuggt. Hier sind irgendwelche Dinge frei. Plötzlich. Eine ganze Stange Essen habe ich mit. So, hol meinen Kompass raus. Wir gehen westlich, wenn es geht. Gut, dann südlich. Und ich meine, dass hier der Eingang war. Wir haben hier auch wieder mehr Eier. Dürfte irgendein Reptil hier hinterlassen haben, aber wir haben so viel zu essen mit, das lassen wir offen. Ja, wir schauen hier mal weiter. Es muss irgendwie möglich sein, dass wir hier wieder zu überladen. Ja, sind die Pflanzen, das waren diese Pflanzen, die ich mit hatte. Ich habe Durst, mittlerweile habe nichts zu trinken mit mir. So, schlafen wir im Schlafsack, dann ist uns sicher nicht kalt. Um uns zu erholen. Aber ich habe danach Durst, habe aber nichts zu trinken, das ist ein bisschen blöd. Ja, ja. Das kennen wir schon, diese Geschichte mit dem Not Now, Not Now, Not Now. Es ist locked und es ist Shutdown. Wie kann ich das aufmachen? Man kann nicht durch. Ich weiß auch nicht, von wo ich es ausschalten kann. Emergency Shutdown. Das muss doch vom Computer irgendwie gehen. Kakteen. Ja, es müsste hier mal geben. Dann trinken wir schnell was. Sehr gut. Komm mit der Spiegel rein. Nochmal. Gut, wir haben getrunken, wir haben gegessen, wir sind wieder total happy. Gehen wir zurück. Ah, jetzt gehen wir da außen rum, das wollten wir überhaupt nicht. The fruit is out of reach. It's too high to jump. Ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Nadeln hier machen muss. Caring too much. Phew. Was ist mit ihm? Dann rest mal ein bisschen. Wir gehen wieder zurück, weil hier gibt es quasi nichts. Vielleicht aber doch, vielleicht gibt es irgendwas hier, was ich nicht gesehen habe. Der Ameisenhaufen. Irgendwelche Pflanzen, die nehmen wir auch noch mit. Nein.
Wir wollen nach Osten. Schon wieder zu wenig. Was sind denn hier mal für Pflanzen? Boah, mir ist extrem heiß hier. Ja, was soll ich machen? Es ist mir heiß, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Hier nochmal ganz zurück. Ein Specht. Vielleicht finden wir irgendwo den Zettel. Vielleicht gibt es das Überbleibsel von diesem. Ja, ich sollte halt nicht. Ich habe so viele Dinge bei mir, das ist das Problem. Der ist immer so süß. So, gehen wir da weiter. Vielleicht war irgendwas bei diesem Baum, was ich nicht richtig gelesen habe oder nicht richtig gesehen habe. Wir gehen mal zu dem Baum wieder. Kleine Wege kann er schneller und besser gehen als gute und große Wege. Wir betrinken uns mal an der Stelle wieder. Sucking his teeth and dripping blood from the corner of his mouth. Was sagt er? Vielleicht heißt er im Suff irgendwie das Gedicht auswendig. Das war meine Idee und vielleicht ist das hilfreich, an einem bestimmten Ort sich anzusaufen. Oder zu sich schlafen zu legen. Vielleicht erinnert er sich an irgendwas. Ich habe fast nichts verstanden. Oh, Backe. Da trinke ich gerade. Verdurste ich gerade, meine ich. Norden. Oh, toll. Wow. Mal Adrenalin rein. Südwesten, Norden. Wo bin ich hier im Süden? Muss was trinken, sonst stirbt er. Hangover. Naja, ich geh schon was suchen, wo man was trinken kann. Ja, da. Das ist ein Wahnsinn, da kriegst du ein bisschen so eine Panik, plötzlich siehst du, dass du total... ...total wenig zu trinken hat. Wir lassen das mal jetzt hier und das lassen wir auch hier. Was ist mit ihm? Er hat einen Hangover. Ja, ihm ist schlecht. Von dem Saufen vorhin. Ja, also jetzt mal. Er hat halt nicht so viel gesoffen. Wir sind jetzt quasi hier nur umsonst herumgelaufen, kann man das sagen? Wie kann ich dieses Air-Condition-System aufmachen? Da soll doch einfach die. Ich habe super laufende Biome, bis auf den Ozean, der scheint sich nur langsam zu erholen, aber... Ja, ihm ist schlecht. Seht ihr, das kommt vom Saufen.
Humidity, was ist hier los? Die Luftfeuchtigkeit ist ganz unten. Was ist mit der Rain Machine los? Pressure, okay, also wir haben hier wesentlich zu wenig Wasser. Reserved. Osmosis, Conditional Tanks. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist gar nicht so schlecht. Ich lade aber mal kurz das hier. Hier bin ich überhaupt nicht im Rückstand. Bin genau bei 37% wie vorher auch. Jetzt probiere ich mal was. Jetzt gehe ich mal in den Regenwald. Ist der jetzt immer noch? Ich schaue mal noch mal kurz nach. Ist der Regenwald immer noch so kaputt? Dieser eine Fluss, was es zu Beginn da gegeben hat, da war ja mal zu viel Wasser. Und wegen dem zu vielen Wasser konnte ich da nicht über diesen Fluss, das war ganz zu Beginn hier. Health. Air Condition. Vielleicht lasse ich es mal nicht mehr regnen, vielleicht ist dann dieser Fluss dann... Wir probieren das einfach mal kurz hier. Dass wir es in diesem Teil und in diesem Teil der Anlage nicht mehr regnen lassen. Was macht das Ding her? Wir verletzen diesen Büro jetzt ein bisschen. Und zwar in diesen zwei Teilen. Das ist genau da, war diese Geschichte mit dem... Ach, schaut nicht überall aus. Legen uns schlafen. Speichern kurz, über da hinten drüber. Und schauen kurz, ob das was hilft. Vielleicht kann man das Wasser abdrehen. Slip. Vielleicht kann man das Wasser abdrehen. So, wie geht's mit unserem Biotop? Sieht aber auch nichts geändert. Doch, jetzt sinkt's langsam. Es regnet jetzt nicht mehr. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viele Tage es vielleicht nicht mehr regnen sollte, damit das klappt. Sollte das überhaupt der Weg sein? Aber wir gehen mal hin und schauen nach. Service Basement. Vielleicht klappt das denn auch. So, wo waren wir? Ah, in dem Safe-Kammer wird das nicht gemacht. Jetzt ab in den Rainforest mit uns. Ich habe keine Panik. Ich weiß noch nicht, wie kann man das Notsystem abdrehen, damit wir da durch können. So, wir trinken noch was, bevor wir da rausgehen. Can't drink anymore. Dann trinken wir nichts. Jetzt gehen wir raus. Ab in den Regenwald. Fast. Immer noch. Was sagt er denn? Es ist sehr wenig Wasser da. Stört mich nicht. Was ist denn das? Das ist die Pflanze da. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hat sich bewegt.
Henke macht die hier in dem Regenwald. Oh mein Gott. Ich will mich hier schlafen legen. Und die Dinge rennen hier rum. Haben die eingesteckt jetzt oder was? Nein. Oh mein Gott. Soll ich mich hier noch schlafen legen, Leute, überhaupt? Ich war gerade einer von den Sumpfpflanzen. Wie sind die hier reingekommen? Ach, zu hinter. Ich bin nicht von dem Schlafsack, ich weiß, passiert noch nichts. Er kann nicht schlafen. Ja, ich kann gerade auch nicht schlafen. Das ist schon wieder eine. Was laufen die hier rum? Na toll, machen die uns Angst hier oder was? Lassen den Regenwald ein bisschen austrocknen. Vielleicht finden wir noch eine. Ich habe sie gerade umgebracht. Hab ich die hier eingesteckt? Oh mein Gott, ich habe sie eingesteckt. Essen werde ich die auf keinen Fall, um Gottes Willen. So. Ich habe gerade eine von den Pflanzen entdeckt. Und ich bin überhaupt nicht im Bios. Südwesten. Ach so ging das. Das hat es doch geklappt. Ich musste tatsächlich hier erstmal. Da ist noch eine. Was machen die ganzen Pflanzen hier? Außer mir Angst jetzt. Ich mag es vor diesen Pflanzen, die das wird geheißen, die sind nicht nett, was da steht. Über die Pflanze weiß er nichts. Ja, ich müsste tatsächlich erstmal austrocknen und jetzt konnte ich hier hin. Ja, was ist hier? Das ist die. Ah, das ist die Fernbedienung für. Ja, aus dem kann man trinken, aus dem südlichen. Von da angekommen? Nein. Da bin ich gekommen. Kein Tomatsch. Ich möchte nicht verweilen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Fluss, wo ich vorher nicht hin konnte. Was ist das? Das sind die Lianen. Habe ich dieses Gerät mit? Nein. Kann ich aus der Liane trinken? Hat's nicht geheißen, es gibt hier irgendwo das White Trumpet? Yes. Das sind doch diese Trompetenpflanzen, oder nicht? Wo die gesagt haben, ich soll mehr nehmen, dann werde ich high. Bananen. Cool, hier gibt's auch Bananen. Was ist das? Orangen, Bananen. Carry too much. Wie geht's uns? Erstmal eine Banane.
Wie geht's uns mal an? Ist gut. Wir resten ein bisschen. Hier ist doch das White Angel Trumpet, oder nicht? Sind das nicht diese Dinger hier? Das ist das Kokos oder was? So, wir bewegen uns. Ah, wir sind wieder falsch gelaufen. Wir sind ja umsonst im Kreis rumgelaufen hier. Wir schlafen ein bisschen. Okay, wir haben jetzt also quasi Baby-Synths gefunden. The world in these white moved in. They queue at the tables to gamble at night and double their number again. Was hat er geschlafen? Ich glaube immer, dass das wichtig ist. Warte mal kurz. Nee. Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Ein Vögelchen. Zu viele Guarana hier. Guarana nehmen wir mit, das ist eine gute Pflanze. Das kann man dann relativ oft brauchen. Nordwesten. Ja, da wollen wir hin, oder? Okay, kleiner Schreckmoment war das, als ich diese komische Pflanze hier gefunden habe. Und als ich sie in die Hand genommen habe, ist sie weggesprungen. Sie ist ja wie ein Fisch, das Ding. Das war schon scary. Und zwar so in Richtung richtig scary. So, jetzt fahren wir in die Savanne. Und von da aus mit diesem Pieper fahren wir in den Ozean. Ich glaube, ich könnte sogar mit diesem Pieper jetzt in den Evolutionsbogen, aber da traue ich mich jetzt nicht rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert mit dem Biom hier. Okay, ich habe gerade gesehen, Twitch hat sich aufgehängt. Ja, auch Twitch kann sich aufhängen anscheinend. So, zwar lassen wir jetzt den Schlafsack mal da. Nehmen nur diese... Das heißt, you can't carry anymore. Ja, ich hab noch gar nicht so viele Dinge. So, jetzt essen wir mal die schweren Sachen. Wo sind die? Was war das? Da so gezittert, ja. Die waren echt schwer. Was ist mit dem? Rest. So. Rauf mit dir. So, warte mal. Geh mal runter. Was trinken kann man zuerst. Oder wie bin ich benannt? Ich muss was trinken. Also wie ihr seht, ich habe hier so eine Art Problem, zu viele Dinge nicht mitzunehmen. Ich muss immer schauen, dass ich, bevor ich so eine Mini-Reise hier antrete, dass ich gut genährt bin. Dass ich Essen mit habe, dass ich genug zum Trinken dabei habe. Kann ja auch nicht sein, dass ich brauche all diese Dinge fast, oder? Das ist nur Essen. Das ist so schwer. So, ist das mal. Ich muss mein Essen essen, damit ich mich voran bewegen kann. Kann man die etwa auch aufspritzen?
Nein. So, was sagt der Kompass? Ich muss nach Süden. Ja. Gutes. Bewege mich immer mit Guarana fort. Ja. Sehr gut. Kann ich da überhaupt raus? Yep, ich kann da raus. Jetzt machen wir das wieder zu. Ich will nicht, dass die Luft zwischen den Biomen hin und her fällt. Wir haben die Machete. Was war denn das? Eine Krabbe. Wir haben die Machete. Können sie nur nicht draufheben, weil wir zu schwach sind. Ist das nicht cool? Nee, ist nicht cool. So schlafen wir aber auch gleich am Strand. Wir werden uns jetzt noch die Machete hier nehmen. Glaubt ihr, waren diese Pflanzen vorher auch schon da? Also diese sich bewegenden Pflanzen? Vielleicht waren die eh vorher auch schon da und ich habe es nur nicht gemerkt. Weil so viel Regenwald da war. Kokosnüsse. Ich komme da nicht hin. Vögel. Okay, hier gab es lediglich die Machete. Wow, ich kann da nicht mehr hin, nur mit Passwort. Ich dachte, ich komme da einfach wieder raus. Na toll. Ich kann jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Schwappt da nicht der Ozean rein. Nee, nicht durstig, Mann. Gott sei Dank nicht wohl genährt, aber ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Adrenalin. Ich muss nach Norden. Ich habe von dem immer noch nicht das Passwort gefunden. Es war auch ziemlich dunkel. Vielleicht war da die Seite auf dem Fußboden. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich glaube nicht. Ich habe eigentlich relativ gut geschaut. Nein, ich habe nicht so gut geschaut. Ich hoffe, das passt jetzt. Gut. Wir schmeißen jetzt mal wieder auf den Fußboden, was wir nicht brauchen. Das ist das hier. Ja, wir gehen gleich hier weg. Eine Sekunde, wir schalten nochmal wieder hier alles wieder ein, weil ich glaube, der... Das ist sehr witzig, der hat immer noch 100%, das kann gar nicht sein, weil der muss doch einen extremen Feuchtigkeitsverlust hier haben. Wir schalten dann wieder alles ein. Ich will nicht, dass der Blumen stirbt. Ja, wir gehen gleich weg. Sekunde. Wie geht's dem Ozean? Was ist los mit dem Ozean? Das Wasserlevel ist so hoch, oder? Nein. Haben wir das damals? Ach, wir haben das damals... Oh, wir haben sie eingeschaltet. Aber das ist etwas länger vielleicht. Das Wasser wieder in Ordnung ist. Nee, das ist alles schon ganz gut. Okay. Gut. So, Leute. Wir haben jetzt... Wir gehen noch schnell in die Zentrale. Das ist nicht so kalt. Wir gehen an die Oberfläche. In die Wohnung. Da wir jetzt eine Machete haben, werden wir ziemlich sicher wieder zurück in den Regenwald müssen. Hier ist gerade ein bisschen Notlicht, weil ich den Schalter ausgesteckt habe.
Living Centers, Living Quarters. Wir werden jetzt an dieser Stelle wieder eine Pause machen. Wir haben die halbe Stunde wieder voll auf der Uhr. Ich glaube, wir sind weit vorangekommen. Wir haben jetzt endlich die Machete. Wir könnten jetzt mit diesem Pieper-Ding jetzt auch... Können wir jetzt immer noch kalt sein? Hier vorne ist doch eher heiß jetzt, oder? Trink mal einen heißen Kaffee. Sehr gut. Ein bisschen Fleisch. Es ist witzig, dass eine Dose Fleisch mir nicht so viel Energie gibt, wie gewisse Früchte. Die Avocado zum Beispiel. Eine Avocado gibt mir mehr Energie als wie diese ganzen Dinger. Wir werden jetzt keine Sachen mehr aufheben vom Boden. Wir haben so viele Sachen, wir werden das mal alles essen, was wir bei uns haben. So. Okay, wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen, und zwar in den Regenwald. Wir haben sehr viel erfahren. Wir haben schon erste Begegnungen gemacht mit diesen Pflanzen. Und das war alles andere als witzig. Habe ich keine mitgenommen diesmal. Habe ich die gegessen? Nein. Na, es gibt noch welche. Also da im Regenwald, da wir jetzt auch als nächstes hin müssen, mich mit der Machete. Hier, da haben wir schon die ersten Pflanzen gesehen. Die leben tatsächlich und die rennen da rum. Das finde ich furchtbar. Vor allem, wenn man da so alleine in der Nacht spielt, so wie ich gerade. So. Naja, das ist eine andere Geschichte. Okay, wir schauen uns das im nächsten Video an. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich bin gespannt, wo uns jetzt die Reise hinführt. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, wir werden jetzt noch irgendwas entdecken, beziehungsweise kommen wir endlich dazu, dass wir in den anderen Biom auch rein müssen. In den kaputten. Um zu sehen, was dort ist. Ich hoffe, nichts Schlimmes. So. Danke euch mal fürs Einschalten. Ich hoffe, es gefällt euch, dieses Spiel zu spielen. Es ist, glaube ich, mal von der Art her ein etwas neueres Spiel. Ist auch cool gemacht, finde ich. So, dass wir mit diesen Biotopen und mit dem Erhalten am Leben und mit dem sich ernähren von dem, was da herum wächst und trinken und dann aufpassen, was man isst und trinkt und mit der Fähigkeit quasi Sachen hier zu entdecken, und gleichzeitig muss man aber immer schauen, dass man nicht zu viel Sachen bei sich trägt und mit den Entfernungen und so. Ich glaube, das haben die ganz cool gemacht. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was ähnlich ist wie das hier. Ich hoffe, ihr fandet es auch so spannend und findet es so spannend wie ich. Bleibt dran in dieser Spielserie, dann könnt ihr auch sehen, wie diese Reise denn dann irgendwann mal endet, sollte ich es bis zum Ende schaffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Freue mich immer. Wenn nicht, dann nicht. Hauptsache, es macht euch Spaß. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.